Zu Kirk und seinen Projekten möchte ich eigentlich auch nichts mehr sagen. Ich glaube auch, dass der Erfolg seiner ganzen Ambitionen da für sich spricht. So, lieber Hilfskirk, dann trag mal deine Witzrecherche vor. Okay, Kirk. Pieper kommt leicht angeheitert in ein Spirituosengeschäft. Ich möchte eine Flasche Schnaps. Die Marke weiß ich leider nicht mehr. Aber nach dem vierten Glas sieht meine Frau immer aus wie Uschi Glas. Danke, Hilfskirk. Ich habe das dann gemacht und das lief auch ganz gut. Und ich meine, es war mir nicht so wichtig. Es war ein kleiner Traum, den ich mir erfüllt habe. Aber das war auch okay. Und dann riefen die Bunnies mich aber an und sagten, sie brauchen mich unbedingt wieder. Und es würde ohne mich nicht laufen. Solche Krisensituationen sind halt auch ein unheimlicher Test für alle. Wir waren dann ja wirklich nur noch dieser Rumpf an Leuten, die das machten. Aber man spürt dann halt, wer zusammen, wie man zusammen hält. Und der Charakter kommt dann stärker zum Tragen. Dann bin ich eben ins Team zurückgekehrt und habe dann wirklich diese großartige Show gemacht zum Thema Konflikte und ja, wie waren das? Also wir hatten so viele Shows, ich weiß gar nicht mehr genau, wie die hieß. Naja, egal. Jedenfalls, ich war dann wieder dabei. So Zusammenbrüche und so Krisen, wie wir sie auch einfach hatten, haben ja auch was unheimlich Verbindendes dann. Und ich will jetzt nicht sagen, dass das gesund geschrumpft wurde dadurch, dass wir so viele Leute entlassen mussten, aber wir haben uns nochmal besonnen auf Qualitäten, die irgendwie auch auf dem Weg verloren gegangen waren vielleicht. Also ich fand eigentlich, dass wir zu großer Stärke zurückgekommen sind. Na, wo wären Guns N' Roses ohne dieses mit Axl und Slash heute? Wo, da, das brauchten die. Das war die Comfy Kalt. Aber eine Krise war das für mich nicht. Also für mich, da gibt es andere Krisen. Gestählt durch die Erfahrung und Bewältigung der Krisenzeit fand das extrem geschrumpfte Team zu seinen alten Qualitäten zurück. Es war der Startschuss für ein fulminantes Feuerwerk an Bunny Lectures, bei dem ein Höhepunkt den nächsten jagte. In dieser Zeit durfte das Publikum den vielleicht legendärsten Lectures aller Zeiten beiwohnen. Der bekannte Mediziner Michael Lottmann stellte erstmals sein Spätwerk Altern in Würde vor. Die Nobelpreisträger Balkow und Kopalski sangen eine A cappella-Version der Goldberg-Variationen. Der einstmals beliebte Entertainer Till gab nach langer Entziehungskur sein rührendes Comeback als Puppenspieler. Der Tiroler Journalist Gerd Nüchtern begegnete in einem ergreifenden Moment zum ersten Mal seinen leiblichen Eltern. Der bekennende Antisemit Markus Sonneborn leugnete auf der Bühne den Holocaust und wurde noch während der Show verhaftet. Die Liste der Sternstunden ließe sich ewig fortführen. So fand die Show auch in Hollywood, dem Mekka der Unterhaltungsindustrie, einflussreiche Anhänger. When I first saw the bunnies, it wasn't even showing on American TV yet, so I had to download it off the internet, and I was blown away. I couldn't believe what I saw. It was like, I don't know, The Simpsons and Seinfeld rolled into one, and then add something on top of that. It was like mind-blowing. Es ist ein spannender, interessanter Weg und ich denke, dass sie sich schon zu einer gewissen Professionalität hinentwickeln werden. So I told my boss, there's this German show, The Bunnies, and he was like, I said, no, hold on, like, don't say anything. You gotta watch them. You know, I set him down right at my computer, and he watched just one show, and he said, we gotta sign them. Naja, da würde ich sagen, die Bunnies, das ist ja, wie schon der Name sagt, nicht weil ein Hase, da weiß man nie, wo der lange, der schlägt Haken und würde ich sagen, da weiß man nie, ob sie ganz oben oder ganz unten oder. Ich weiß ein bisschen was, aber also es klingt fantastisch und ich glaube, dass das, was Sie sich überlegt haben, wenn Sie das so durchziehen, und das traue ich Ihnen wirklich zu, dass das noch eine ganz irre Geschichte wird. I can't really tell you exactly what the show is going to be, but we do have a working title. It's
Das Berlin Bunny Lecture. And it's going to be similar to the show, but there's going to be, it's going to be a whole new beast. It's a different dimension. It's going to be much bigger, faster, and even better. I mean, it's hard to believe, but I think it's going to be even better. Erfolg zu Kopf steigen, das ist auch immer so eine Phrase. Was soll das überhaupt heißen? Erfolg zu Kopf steigen. Erfolg ist halt auch was Reelles, das muss man auch mitnehmen. Ja, wenn ich jetzt so auf diese Zeit zurückblicke, dann muss ich sagen, die Bunnies und das ganze Team, das war schon ein Stück zu Hause. Das war eine Familie. Ich bin froh und stolz, wirklich von ganz von Anfang an dabei gewesen zu sein, bis zur letzten Show.